Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Fuchs und Zicklein zocken Grounded. Wer gestern gesehen hat, wie oft ich gestorben bin, der weiß, dass ich nicht der perfekte Jäger bin. Abgesehen davon wisst ihr, dass wir vorher aufzeichnen. Also jetzt sehe ich erst, was du mit den Lücken meintest bei den Kisten, glaube ich. Aber gut, okay, ich werde mal drüber hinwegsehen. Nein, hier, die da. Die Lücke ist egal. Ich meinte eher hier diese Zwischenräume zwischen den Kisten. Nee, die hat aber die Reihe hinten dran auch. Nö. Doch. Ja, die haben alle gleichmäßigen Abstand oder versucht einen gleichmäßigen Abstand. Aber hier sind sie halt ein bisschen enger zusammen teilweise. Ja, sehr eng. Ja, und so. Es ist so. Ja, und, sagt sie. Jetzt reg dich doch mal auf. Hab ich ja gar nicht. Mache ich ja gar nicht. Ja, doch. Werde ich auch gar nicht. Haben wir noch Nadeln? Ja, in der Fragezeichenkiste, glaube ich. Ja, Fragezeichen. Nö. Dann ist es die... Das ist eine der anderen, richtig? Nein, die hier hinten. Die zweite. Beide hier hinten. Ach, da unten. Jetzt sehe ich sie. Kann ich mir irgendwie noch mal ein paar Pfeile nachrüsten. Was brauche ich denn für die Insektenaxt? Ein Kopf, 3 Brocken, 4 Seile. So, bevor wir jetzt hier überhaupt weiterreden. Ich habe vorhin mal mich rangesetzt, oder in der letzten Folge eigentlich, nachdem wir ausgemacht hatten, mich rangesetzt und habe mal alle Rüstungen miteinander verglichen so ein bisschen. Und es ist tatsächlich so, dass die Eichelrüstung im Moment, zumindest bis man die Marienkäferrüstung hat, ist es die beste Rüstung, die man zum Kämpfen nehmen kann. Und deswegen muss ich halt Milbenpelz holen. Ich könnte zwar auch die Eichelrüstung komplett neu herstellen, dafür würde ich dann, ich glaube, 5-mal Milbenpelz brauchen und für die Reparatursets brauche ich aber 9-mal Milbenpelz. Ne? So war das doch. Ja, so ungefähr. So, deswegen stelle ich mir jetzt, damit ich schon mal wieder meine Rüstung tragen kann auch, erstmal die Rüstungskleber 1 her. Du musst dir leider einen Marienkäferkopf holen. Hast Wir haben keinen mehr. Hast du den anderen benutzt jetzt? Ja. Für? Meine Axt. Deine Axt? Achso, für die Axt 2? Ja. Ja, ich habe ja den Hammer 2 erstmal. Das heißt, ich kann das auf jeden Fall schon mal, das werden wir als nächstes machen, Minze holen. Ja. Dann können wir nämlich den großen Hammer bauen. Ja. Dann können sie mich alle mal... Nee. Weil dann bin ich. Dann können sie dich alle mal in Ruhe lassen, weil du sowieso nur baust. Das ist gar nicht wahr. Nicht? Du bist voller Lügner schon wieder. Na. Ja, gar nicht wahr. Ist wohl wahr. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass ich recht habe. Ja gut, was soll ich machen? Wenn du der Meinung bist, hier alleine rumstreifen zu wollen? Nicht mehr lang, aber komm, Moment, ich habe letzte Folge gesagt, ich muss Marienkäfer machen. Was war das Erste, was du gesagt hast? Ich gehe nicht mit. Aha. Weil ich sehe es nicht, einen Marienkäfer zu töten. So, sieht sie nicht ein. Die Rüstung, für die Rüstung ja, weil wir die Rüstung brauchen. Ja, mehr will ich auch nicht töten. Oder meinst du, ich will einen... Ja, natürlich. Na. So stellt sie mich dann immer hin. Ja. Als ob ich der Marienkäferkiller schlechthin wäre. Ja. Was ich aber nicht bin. Wohl. Nein. Wohl. Ich sag dir jetzt nichts mehr zu. Hast du einen Beweis, dass das nicht so ist? Ja, habe ich. Welchen denn? Mein Wort, und das reicht völlig. Dein Wort in Gottes Ohr. Da hat das überhaupt nichts zu suchen, das gibt bloß Verstopfung. Hm. So blöd wäre. So, sie übertreibt immer ganz gerne so ein bisschen. Das ist aber der, weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder so. Jetzt ist aber mal gut, oder? Die bettelt förmlich darum, dass sie Aufmerksamkeit bekommt. Du hast angefangen, so böse zu sein. Also wundere dich nicht, wenn sich jemand wehrt. Aber nicht so. Aber wohl. Nein. Ja, dann sei du doch einfach mal zurückhaltender. Aggression. So einfach ist das. Wo ist denn jetzt hier? Ach, hier. So. Wackeln. Was zu trinken brauche ich auch schon wieder. Wir haben ja. Ah, oh, das sind ja so viele auf einmal. Von den du warst jetzt auch 3 Tage lang nicht daran. Das könnte sein, dass es damit zu tun hat. Ja. Wäre durchaus denkbar. Haben wir noch Eicheln? Habertruhe? Nee. Nee, die Habertruhe, das ist für Ekelfleisch. Für was? Fürs Ekelfleisch. Ja, so. Okay. Aber die Pilze müssten eigentlich schon ein paar... Nee, noch nicht, wa? Nee. Ja,
habe noch nicht genug Zeit. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Eicheln liegen ja auch überall rum. Ich mal die Fackel in die Hand nehmen. Ein Hammer. Neuer Hammer. Da ist mein neuer Hammer. Schöner Hammer ist das. Den hatten wir das letzte Mal auch gut zum Kämpfen genommen, ne? Ja. Weil er einen schönen hohen Betäubungswert hat. Ja, der ist wirklich super. Macht's echt Spaß mit. Also mal gucken, ob ich das. Das Schöne ist, man kann auch die Fackeln mit dem zusammen benutzen. Das hat echt Vorteile. Ja, beim nächsten Hammer sieht es dann wieder anders aus. Ja, gut, aber der ist ja mal bar jeder Beschreibung. Holst du jetzt schon Minze oder? Ich gehe jetzt gleich los Minze holen, ja. Ich wollte mir vorher noch ein bisschen Eichel besorgen, wenn es möglich ist. Ich habe jetzt eh wieder das Pech gehabt, dass gar nichts drin war. Aber Eichelbrocken wären schon schön für unterwegs. Hm. Aber? Will nicht so ganz. Alles hole Nüsse hier. Ah, da liegt's. Drei Stückchen, immerhin. Aber es sind ja noch ein paar Eicheln da. So, Pilzbeete fertig. Burgestell fertig. Smoothie Station. Ja, stimmt. Auch noch. Oh, eine Mann. Smoothie Station. Richtig. Und dann heißt es wieder Mix, Mix, Mix. Jo. Alle möglichen Sorten von Smoothies zusammen mixen. Das ist auch ganz wichtig. Gerade weil jetzt auch Smoothies dazugekommen sind, die unter Wasser sehr hilfreich sind. Ja. Und sollte man auf jeden Fall nutzen. Außerdem macht es auch Spaß. Und man kann auch aus relativ, sagen wir mal, wenig genutzten Materialien, die man aber sehr häufig findet, Smoothies machen, die auch sehr, sehr lecker und hilfreich sind. Das ist ein sehr großer Vorteil. Wenn man mal nicht, so wie ich jetzt gerade, die Zeit hat, um Eicheln zu sammeln. Also Eichelstückchen. Ja, nur Eichelbrocken. Eichelbrocken. Water. Hab ich ja genug Water, aber voll runter. Okay, das muss man echt mit der Axt machen. Heftig. Das ist doch das Richtige. Engelchen. Der ist aber sehr. Ja, was? Ist das geil. Ich habe jetzt gerade den Grasstängel, wo der Drippen dran hängt, habe ich gerade weggehauen. Jetzt hängt der Drippen in der Luft. Super. Der hat keinen Bock runterzukommen. Okay, alles klar. Verzichte ich drauf. Dann eben. Der hat offensichtlich keine Lust, getrunken zu werden. Auch sowas kann passieren. Muss ich jetzt mal gucken. Hier ist das Saftbäckchen. Saftpäckchen war noch. Bin gar nicht so weit entfernt eigentlich. Kommt es aber runter, oder? Ja. Wieder voll bis oben hin. So, wir haben mal alles in doppelt und dreifacher Ausführung hier stehen. Das hört sich doch gut an. 4 Smoothie Stations. Was? 4? Ja. Okay. Hast du volle Saftbar aufzumachen, die Insekten durchzufüttern, oder was? Vielleicht. Weiß noch nicht. Wir haben uns immer noch kein Rüsselkäfer schön gebaut, ne? Nee. Das ist gar nicht so einfach zu bauen. Also von den Materialien her ja, schon. Aber man muss dazu frisches Rüsselkäferfleisch haben. Ja, töte mal 4 Rüsselkäfer. So, dass das Fleisch auch noch dann frisch ist, wenn man raus ankommt. Bäh. Ja, es muss ja nun mal... Ja, schon klar. Es soll ja kein verkehrtes Fleisch sein. Ich statte mal die Base ein bisschen mit Licht. Ja, das ist eine schöne Idee, dann sehe ich sie auch. Wieder nach Hause komme, wenn ich dann wieder nach Hause komme. Locker sagen. Aha. Mann, was ist denn hier los? Voll die Ameisenpanik schon wieder. Was ich versuche jetzt einfach mal, hier ist gerade ein Rüsselkäfer. Wenn die Ameisen gerade sich holen wollen. Mir ist gerade das Rüsselkäferfleisch geklaut, da habe ich es. Wo ist Rüsselkäferfleisch? Bin ich ja unterwegs genug. Ein Schild bauen können. Dann kannst du die Nadel nehmen und kannst loslegen. Ich bin noch gar keine. Doch, ich habe doch noch einen. Hatte doch schon einen zweiten Dings geholt. Ja? Ah, na klar.
Lass mich mal in den Kisten gucken. Ich habe keinen Überblick gerade. Auch keinen Zwei Überblick Köpfe, gerade. zwei Blutbeutel. Was brauchen wir für die Nadel? Zwei Köpfe, zwei Beutel und zwei Seidenseile. Tatsache! Richtig. Ja damit! Ja damit! Fleisch bauen. Fleisch bauen. Ach, verflixt und zugenäht. Ich finde ihn. Den Dings gerade nicht. Dim. Sehr schön. Kannst du mal gucken auf der Karte, wenn du meine Position, falls du es weißt, irgendwo hier in der Nähe müsste doch eigentlich die Schachtel sein. Weiter geradeaus kommst du zur Maschine. Ja, zu unserer, zur Dings. Zu der mysteriösen Maschine, ja. Ja, yeah. Das ist schon klar. Ja, dann da lauf doch erstmal dahin. Ja, da war ich doch gerade schon. Dreh dich mal ein bisschen nach rechts. Ihre Dame. Du sollst dich nur drehen, nicht laufen. Gehe jetzt und drehe. Drehe. Nein, hör mal auf! Ich muss doch gucken. Gucken. Ah doch. Dreh dich mal nach links. Wie weit denn? Ja, das kann ich dir nur sagen, wenn ich jedes Mal die Karte neu lade. Echt jetzt? Ja. Glaube ich nicht. Wird es nicht aktiv, wenn ich mich... Dreh dich mal ein Stück nach rechts. Zwei Schritte oder drei, mehr nicht. Jetzt müsstest du, jetzt, genau jetzt, müsstest du nur noch geradeaus laufen. Ah, Sache. Also eins hat sie, Orientierungssinn hat sie in dem Spiel. Ja, gut. Ich habe es dann jetzt eben, als es heller geworden ist, habe ich sie dann so schon durchschimmern sehen. Super. Aber mit Dunkeln hätte ich sie jetzt echt nicht gefunden, so einfach. Ich bin auch der Meinung, die liegt jetzt anders als vorher. Nee, tatsächlich nicht. Ich sage, ich bin nur der Meinung, ich habe nicht gesagt, dass es so ist. So, reingekrabbelt und jetzt wird Minze geklopft. Ja, 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 ja. Minze, 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 Minze. Und dann der erste Hammer geht an mich. Ja, ja. Ja. Du bist der Erste, der den Hammer hat. Definitiv. Du wirst eh gleich wieder sagen, dass ich hier mit den Lämpchen voll übertrieben habe. Ach, das machst du ja immer. Ich gewöhne mich an alles. Ich weiß. So, ihr habt es gerade gesehen, ich habe eine neue Mutation bekommen. Wenn ich dann gerade eingeblendet war, dann habt ihr es gesehen. Wovon ich mal schwer ausgehe. Ich werde dafür sorgen. Da ich ja im Minzpäckchen gelaufen bin, und das solltet ihr ja auch sehen, wo sich das befindet, für den Fall, dass ihr es noch gar nicht wisst. Ich kann es auf der Karte auch nochmal zeigen, fällt mir gerade ein. War genau hier. Habt ihr das auch, das Symbol, wenn ihr das schon mal gesehen hattet? Die Minzcups. Ja, das Symbol habe ich sogar auf der Karte. Ich hätte bloß nachgucken brauchen. Aber gut, man kann ja nicht alle haben. Kann zwar schon, aber man sollte es nicht übertreiben. Man kann es versuchen. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Mutation an. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ist die Minzfrische? Ist sie? Nee, welche ist das? Wo ist sie? Da. Die frische Verteidigung. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass es irgendeinen Unterschied macht. Dass es irgendeinen Sinn macht. Also es wird sicherlich einen Sinn machen, aber ich weiß nicht welchen. Wobei es hier hinten steht, alles abwehrt, was stinkt und brennt. Also im Endeffekt die Käfer. So haben wir uns das zumindest gedacht. Ob das tatsächlich so ist, das müsste man dann mal bei einer Käferjagd herausfinden. Ob man dann weniger Schaden bekommt oder irgendwie sowas. Wäre natürlich toll, ne? Wenn das so ist. Wäre vorteilhaft, ja. So, was habe ich denn überhaupt an hier? Sperrwaffe? Nehmen wir mal auf. Damit ich nicht vergesse, die Mutation mal zu benutzen, werde ich es jetzt auch mal anmachen. So. Ja, kann man ja schon mal machen. So, dann gehe ich jetzt erstmal die Minze erforschen. Ich glaube, ja. Das... So. Und dann kommst du heim? Stell mir einen Hammer her. Ja, und stell dir einen Hammer. Der Hammer. Absolut unwichtig in dem Spiel, solange ich den Hammer nur herstelle. Ja. Aber ich werde das bei Bügel machen, wa? Aber ein wollte noch mal gucken, ob ich eventuell noch ein paar Rüssis finde.
Hier braucht man, ne? Viermal Rüstigjägerfleisch. Ja. Das hier noch frisch? Ja, das fällt auch noch eine Weile. Viermal Rüstigjäger. Baumwanze, wo bist du? Ich sehe gerade einen Marienkäfer. Nicht töten. Baumwanze, bist du? Jetzt sind wir jetzt mit der Baumwanze. Töten. Warum? Weil es kann. Nee, nicht wirklich. Danke. Also, warum? Ich schluss dazu. Brauchst du irgendwas von denen? Nö. Ja. Da ist eine Spinne, Schatz. Aua, wo kommt denn die jetzt aber mehr her? Weil ich habe in der Entfernung habe ich eine Spinne gesehen, aber... Hier ist keine Baumwanze mehr. Ich habe alle getötet. Wir haben keine Baumwanze mehr in der Nähe. War fleißig. Wofür denn überhaupt? Und töten. Hä? Ja. Einfach so. Man tötet doch nicht einfach so eine Baumwanze. Man tötet ja auch nicht, man tötet ja auch einfach so Milben, weil man es kann, oder? Man tötet ja auch einfach so Rüsselkäfer, weil man es kann, oder? Das ist doch blöd. Nein, tut man nicht. Das macht man nur, weil man irgendwas von ihnen braucht. Ah. Gut, ich sag's mal so, du willst dir irgendwann Gaspfeile herstellen? Nö. Schade. Schade. Die Dinger, die betäuben, sollen angeblich, was sie aber nicht wirklich tun. Das ist nur unnütze Pfeilverschwendung. Zumindest im Moment. Also so sehe ich das. Es kann natürlich sein, dass sich das schon wieder geändert hat. Es gab ja ein paar kleinere Updates, wo vielleicht auch der Schaden angepasst wurde so ein bisschen. Aber nach letztem Wissensstand waren die nicht viel wert. So. Wenigstens da haben wir schon mal Lampen. Also die Minze muss man tatsächlich nicht erforschen. Ui. Trotzdem müsste man mal sehen, dass wir auch ein paar Bügelquests erledigen. Warum hast du eigentlich noch keine Ameisenkeule hergestellt? Für die Quests? Oh. Es gibt keine Minzkeule, bevor du die Ameisenkeule nicht hast. Außerdem brauche ich erstmal 9 Seidenseile. Haben wir die schon? 9? Ja, 9. Seidenseile? Ja. Ja. Und dann brauche ich noch 8-mal, das haben wir nicht. 8-mal, ach die Blütenblätter sind das ja. Aber die? Ja, die haben wir sogar. So, wo sind denn die Seidenseile? Bei der Spinne. Bin die denn? Warum kriegst du eigentlich den ersten? Weil ich bin. Ich bin besonders. Das ist wohl wahr. Du bist wirklich besonders. Ich lege ihn dir in die Truhe rein. So, und dann hole ich mir jetzt erstmal ein paar Blütenblätter noch. Ins Gold. Ja. Jetzt bitte noch mehr Seidenseile, ja. Ich bin schon dabei. Läuft doch schon längst. In den Spinnrädern. Wo ist denn das Fleisch gewesen? Das war hier hinten drin. Ne? Das Gammelfleisch, ja. Ja, ich pack jetzt erstmal das rohe Rüsselkäferfleisch mit da rein. Und denk dran, die Minze nicht weiter irgendwie verbrauchen für irgendwas anderes, ne? Weil man kann die auch essen. Ernsthaft? Ja, natürlich. Du hast nur ein Rüsselkäferfleisch. Ja. Ich habe ja gesagt, ich lege das erstmal da rein. Ich brauche so ein Rüsselkäferfleisch. Ich habe ihr gerade einen Minzhammer besorgt, ja? Und sie hat nichts Besseres zu tun, als mich schon wieder anzumeckern, dass ich liebe dich. Nicht alles habe, was... Ich liebe dich. Manchmal könnte ich und würde ich gern. Nein, darfst du aber nicht. Ich doch nur wüsste, wie es heißt. Darfst du aber nicht. Darf ich darf. So, weiter machst du damit. Das ist schneller als du denkst. Mich lieb haben. Das mache ich, sobald du anfängst... Das gleiche für mich zu tun. So, was wollte ich jetzt holen? Blütenblätter und was war es noch? Weiß ich nicht. Irgendwann tötet er mich. Da guck doch halt mal nach, was man für den Hammer noch brauchte. Minze, Blütenblätter und Seidenseile, die waren ja schon da. Ich wollte gerade sagen, ich hab schon hier. Gut. Ja, du, Laus. Naja, ich weiß, du bist keine Laus. Eine Beleidigung. Cool. Braucht man Blütenblätter ja noch, ne? Für die Lockfalle. Ah ja, richtig. So, sehr schön. Erstmal genug, dann kann ich mir nämlich auch ein Minzhämmerchen bauen.
Und dann können wir Marienkäfer jagen gehen. Ja, die jagen wir tatsächlich im Nahkampf. Weil das mit dem Minz haben wir tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Zumindest bis jetzt war es so. Wie gesagt, es gab wieder ein paar Updates. Cool. Gibt's schon die Nadel sieht cool aus. Wieder Schadensanpassungen. Die Nadel sieht cool aus. Okay. So eine geile Aussage. Ja, du musst herkommen. Du musst mich von vorne angucken, damit man das sieht. Sollte ich nicht Rüsselkäfer besorgen, damit du auch dein Schild bekommst? Aber... Ich weiß auch gar nicht, warum ich dir jetzt den ersten Minzhammer gegeben habe, wenn du sowieso mit Nadel und Faden durch die Gegend rennen willst. Na. Digga! Hat Spaß gemacht. Ich suche jetzt erstmal Rüsselkäfer. Ich töte ihn. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nicht nach Hause. Ich töte ihn irgendwann. Definitiv. Wie viel Zeit haben wir noch? 9 Minuten. 9 Minuten. Da schaffe ich es vielleicht nochmal, einen Rüsselkäfer zu. Und wahrscheinlich schon mal nach Hause zu. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie eine Stelle gibt, wo die so ein bisschen häufiger auftreten. Alles klar. Was denn? Ich hole gerade unsere nächste Quest, die sich nennt Irisierende Schuppe. Ja. Analysiere. Ja. Für 500 Punkte. Ja. Weißt du, was das ist? Eine Schuppe vom Koi. Bingo, Ingo. Was für eine Schuppe soll es sonst sein? So viele Tiere mit Schuppen haben wir ja im Spiel nicht. Super. Ja, was hast du denn jetzt gedacht? Super! Ist nicht schlimm. Freund. Du schwimmst vor seine Schnute, damit er abgelenkt ist, und ich hau ihm auf den Schwanz, bis ich schon mal fällt. Ja, ich nehme an, die liegen im Teich wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden rum. Also, die werden wir schon finden. Auf dem Grunde. Ja. Ich freue mich. Sag mir lieber, wo ich die. Ich weiß nicht. Hänge fest! Das ist Eigenverschuldung. Warum du mir den ersten Hammer gegeben hast, weil du eher hier der Fernkämpfer bist und ich lieber mit dem Hammer auf alles einschlage, dass es... Ja, aber wenn du mit Nadel und Faden durch die Gegend rennst, dann... Wieso Nadel und Faden? Wenn, dann ist Nadel und Schild, du Nasenweiß. Hm. Mit Nadel und Faden anfangen können. Brauchen wir eigentlich noch Ameisensachen? Nö, ne? Nein. Ich frage auch, bevor ich irgendwas töte. Das war jetzt der Beweis. Ach ja, Rüsselkäfer. Ich glaube, du sollst auch mit auf die Suche gehen. Nee, es reicht auch, wenn einer von uns durch die Gegend stinkt. Also herkommen. War das? Ach gut. Eine Biene. Schön, dass er einfach nicht zugehört. Doch, ich habe zugehört. Allerdings habe ich nicht richtig verstanden, was du gesagt hast. Irgendwas mit stinkt. Ich finde, einer von uns durch die Gegend stinkt oder irgendwie sowas war das. Richtig. Ja, danke. Bitte. Aber ich habe bereits den Minz frischen Atem. Kannst du nicht von dir. Nee. Ja, komm her, du Milbe. Eine Milbe. Ich will wieder Pfeile bauen, das ist gut. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf den Stamm Milben suchen. Oh, sind sogar viele hier unten. Ja. Treffe ich dich? Ja, warte. Ich liebe diesen kleinen Hammer. Klein. Ich meine nicht den Minzhammer. Ich meine den normalen Hammer. So den Feier. Naja. Weil einfach. Einfach. Einfach ist. Er ist handlich. Kann die Fackel tragen gleichzeitig. Er macht sehr schön Schaden und er betäubt halt wahnsinnig gut. Da, 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 da. Ich habe einen Rüsselkäfer gefunden. Na, siehst du? Wusstest du doch, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, dann wird das was. Ich habe das Gefühl, du bist leicht angespannt. Meinst du? Mhm. Kommst du darauf? Dein Tonfall fällt mir gar nicht. Ach Quatsch. So, für alle, die es noch nicht gesehen haben, für den Fall, dass ich eingeblendet bin, hier an der Seite kommt ihr ganz einfach auf diesen Zweig rauf, den abgebrochenen Ast.
Da müsst ihr auch für eine Quest vom Bügel irgendwann mal hoch. Da müsst ihr da oben ein Fähnchen hinsetzen. Aber ansonsten gibt es hier auch Möben. Oing. Jede Menge Möben. Ganz viel Säft. Gehen hier schon fast an, damit sie erschlagen werden. Tu dir keinen Zwang an. Möben darf ich immer, ne? Gib mir meine Rüsselkäfer hier selbst hoch. Ich gucke ja von hier oben auch schon, ob ich welche sehe. Ich hab ja gesucht, ich habe einfach keine gefunden. Ja. Oh, ja, alles gut, Helzig. Haben wir schon wieder. Deshalb musst du deshalb unterwegs jetzt, weil du den Minzer mal ausprobieren willst. Nee, eigentlich die Nadel. Ah, die Nadel. Du auch nur durch mein Zutun hast. Ich habe einen Rüsselkäfer gefunden. Schön. Versuch zu fliehen. Aber ich bin schneller. Ja. Tatsächlich. Gut. Angst, ich sage die Unwahrheit. Und wie ist die Nadel so? Bau sie dir, dann weißt du's. Ich glaube, unsere Zeit ist auch langsam um, oder? Nein. Nein? Jetzt auch noch länger ertragen. Deine schlechte Laune? Ja. Du bist noch nicht erlöst. Ah, das werden wir ja gleich offscreen mal rausfinden, was hier los ist. Hm. Welche Verwechslung? Oh, das ist der letzte Rüssel hier. Können wir endlich den Schild bauen? Bleib stehen. Nein. So. Aufgenommen, ja. Was für eines hast du gesagt, ne? Ich hab noch einen. Ja, ist schon gut, ich hab ja zwei. Wir hatten noch gesagt, wir töten keine Unnützen. Also wir töten nicht unnütz. Ach so, was war dann jetzt mit den Milben? Die sind ja nicht unnütz, die brauche ich für Pfeile. Mhm. Also ist es denn. Und für Rüstungskleber, für die Eichelrüstung. Mhm. Ja, siehst du, fällt mir gerade ein, die muss ich auch noch wieder bauen. Hör auf mich anzumeckern, Ameise. Habt ihr gar nichts getan. Das ist schon wie hälzig. Edig. Schön für dich. Darf ich dich pieksen? Wage dich. Bist du jetzt wieder lieb? Bist du jetzt wieder lieb? Oh. Ich dachte, ich habe irgendwie was angestellt. Moment. Oh, verflixt. Genau das wollte ich auch gerade machen. Aber erster. Oh, darf ich meine Pfeile wieder haben? Danke. Soll ich aufheben? Mehr. Ich habe aber auch so ein ganz kleines bisschen Leben. Bitte, bitte. Lass es. Lass es, bitte. Es macht Spaß, solange bis einer stirbt. Das du mein... fies. Du fiese Möp. Moment, du hast angefangen. Na? Du bist auf mich zugerannt. Ich habe lediglich den Pfeil hochgehalten. Und dann rennt er hier einfach vorbei, anstatt mal zu gucken. Oh, das hast du schön gemacht. Ja, ja. Vier Smoothie Stations. Ich komme gar nicht hinter. Wieso? Brauchen die eine gewisse Zeit, bis sie die Smoothies fertig haben? Nee, ne? Nö. Also rein stylisch hast du es gemacht, damit das schön neben den Beeten aussieht. Oder was? Richtig. Das sieht aber wirklich cool aus. Guckt euch das an, hier, wie schön das eingelassen ist in die Wurzel im Endeffekt. Auch jetzt. Sind die Wände bei dir jetzt eigentlich gleich hoch? Ja. Alle, ja? Ja, außer die an den Platten. Also die sind wieder nicht... Okay. Die sind immer noch... Also bei mir sieht es halt alles gleich hoch. Und das sieht einfach toll aus. Wenn man jetzt ein Dach draufsetzen würde, würden die alle gleich hoch werden. Kommst du jetzt mal hier hoch? Ja, ich muss sowieso. Ich muss mich... Wieso? Was willst du? Lass mich. Du hast mich umgebracht. Auf nein. Helzig hat Barfox verraten. Ja, siehst du, genau. Du kommst hier wieder. Nee, komm ich nicht. Stimmt. Und klauen kann ich nicht. Scheiße. Jetzt musst du warten. Und wenn du Pech hast, sind die Teile verdorben. Dann kannst du dir kein Schildchen bauen. Und ich höre es piepen. Ich mag dich nicht.
Du hast mich doch umgehauen, wieso magst du mich jetzt nicht? Du hast mich getötet! Ich hab dich nicht getötet. Rache! Ich hab dich nicht. Rache! Heißt nicht Rachel. Rache! Ach, weiß ich auch nicht. Mann, ich hänge hier ständig fest. Mann, so groß bin ich doch. So groß bin ich doch gar nicht. Vor allem hast du meine Rüstung angeschlagen. Luch noch eins. Ich hatte sie gerade erst repariert. Ich hatte sie gerade erst aus der Werkstatt geholt, frisch poliert. Nee. Dann komm doch her. Dem Weib macht man mit. Komm her. Nein, nix. Lass mich jetzt in Ruhe, ich baue meine eigene Base. Ja, nee, ist klar. Ja, mal sehen, wer in 5 Folgen weiter ist, du oder ich. Das machen wir doch mal. Irgendwann machen wir eine Challenge. Grounded. Oh nein. Jeder kriegt eine andere Ecke und dann geht's los. Ich nehm die Ecke direkt an der Hecke. Kannst du haben. Dann bleib ich direkt an der Wurzel. Von mir aus. Bleib doch, Bruder. Ja, war nichts. Ja. Sie ist aber so liebevoll, oder? Komm her jetzt. Mensch, ich bin mein Schild. Ja, schon blöd, dass du nicht an meine Klamotten. Sonst mach ich die Folge nicht. Nee, sonst beende ich die Folge nicht. So viel Zeit haben wir gar nicht. Das geht nicht. Doch, geht. Bin den Weg nicht. Ich verlauf mich immer. Ernsthaft? Du hast sogar einen Marker. Ich häng schon wieder im Gras fest. Ja, ich habe auch noch eine Stange in der Hand. Mann. Ein Löwenzähnchen. Ja, ja. Klar. Ein Löwenzähnchen-Stängel. Vor allem einer. Tatsache. Ja, es war nur noch einer. Er hat da rumgelegen. Ja, ich würde nicht mitnehmen können, weil ich nur die kleine Rüstung hatte. Eichelrüstung. Den packe ich jetzt mal weg. Oh. Beweg dich. So, meine Lieben. Ich nehme auch die Nadel weg. Und damit machen wir dann Feierabend für heute. Mit Fox im Untergang. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wer stirbt zuerst, Fuchs oder Zicke. Bis dahin. Ciao.